viel Logik der Frau. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Die Sicherung des Regierungsviertels. Kommende Generation dankbar sein. Letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stadtkern. Dafür sind wir jungen Leute doch da. Wieso behaupten Sie, ein Angriff fängt sei unwahrscheinlich? Was soll denn aus uns werden? Erwähnen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen greimen. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Вот тогда и поговорим. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Fegelein! Darin! Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. Welchen Kräften, mein Führer? Dann soll die Armee im Kehrt machen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Darin kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Verrat! Fegelein! Haben Sie noch 2 Fehler an einem Befehl? Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Dann suchen Sie ihn! Also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Bis jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Darin! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Ganz Europa erobert! Dort! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Speer, ja! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Herr Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Halt, ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Maria von der Akademie! Himmler! Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Es muss wieder Schwung in die Sache. Stalin! Stalin! Ha, ha, ha! Göring, wenn wir Russland einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Entfremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja! Göring, ja. Gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Fegelein! Speer, ja! Es ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Fähig. Dies ohne Ehre! Darin! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Vielleicht schon tot! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Speer, ja! Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Diesen Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ist Verrat gegen die Natur. Weil Sie den Heldentod sterben wollen. Das ist der schlimmste Verrat von allen Fegelein! Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Fegelein! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir, Fegelein! Darin! Mein Führer, kann und darf nicht sein! Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Es ist mein Wille! Sie ist ohne Ehre! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Bringen Sie mir Fegelein!